So, da ich gerade im Flow bin, hier sind die Fakten über Günther Behletz, 85, ehemaliger Generalintendant des Bayerischen Staatsschauspiels, dem Residenztheater München, immerhin eines der besten Bühnen Deutschlands. Ich war Schauspieler, ich bin von Frank Baumbauer an diese Bühne engagiert worden, noch von der Schauspielschule. Herr Günther Behletz wusste genau, wer ich bin, wer ich war, wer ich immer noch bin und hat sich einen Spaß draus gemacht. Ich musste in dem Stück Heinrich oder die Schmerzen der Fantasie mit Ulrich Mattes in der Hauptrolle, musste ich den Hitlerjungen Hartmann, wir mussten Nazi-Lieder auswendig lernen. Ich musste Es zittern die morschen Knochen und lauter so ein Dreck auswendig lernen. Wir sind über die Bühne, über Torf. Es ist grauenhaft, was dieser Mann sich erlaubt hat gegen mich. Nicht nur der sexuelle Missbrauch und die Übergriffe, sondern vor allem seine sadistischen, psychischen Spiele. Und wenn das Theater Münster hier mitgemacht hat, dann ist es genauso schuldig, Frau Kost-Tollmein. Herr Tollmein und das ganze Team hinter Kinderhäuser. Es ist ein Superskandal. Und deswegen, wenn das Gericht hier mitspielt, dann wird das Gericht auch dafür zur Verantwortung gezogen werden von mir. Von einem Missbrauchsopfer, einem MeToo-Missbrauchsopfer von Günther Behletz, Bernd Eichinger, Herrn Hermann Burg und vor allem auch dem Castingagenten Horst D. Scheel. Was hier abgeht, ist ein Superskandal. Und ich lasse mir nicht mein Theaterstück klauen, das muss verboten werden. Und dafür werde ich am 17.04.2024 kämpfen.